Ihr müsst euch vorstellen, ich hatte den größten Felgenstand auf der Essen Motor Show. Ich da hingucke, direkt hier vorne an der Ecke, direkt hier. Warum ich dieses Jahr mit meiner Firma Rotatec nicht auf der Essen Motor Show vertreten bin. Es ist so zur Erklärung, die Essen Motor Show war für mich immer ein Traum, den ich mir verwirklichen wollte, als Aussteller einmal dort zu sein. Ihr müsst euch vorstellen, als 18-jähriger Autofreak, der auch schon auf Felgen gestanden hat, ja, bin ich schon dahin gegangen und habe mich einfach wirklich vor Bewunderung, ich konnte nicht mehr diese ganzen Eindrücke verarbeiten. Es war für mich wunderschön, dort jedes Mal als Gast zu sein, und ich bin da jetzt 10 Jahre dann am Stück gewesen als Gast, und deswegen war es ein Riesentraum von mir und vielleicht auch eine große Illusion, die sich da aufgebaut hat, weil als ich jetzt hinter die Kulissen geschaut habe, war es dann etwas ernüchternd, muss ich sagen, weil ich habe mir das ein bisschen anders vorgestellt. Man muss natürlich dazu sagen, die Umstände sind, ich bin eine One-Man-Show, die das alles selbst leisten muss, ohne die Jungs an meiner Seite, die mich supportet haben, wäre das auch so nicht möglich gewesen. Also da nochmal liebe Grüße an euch Jungs, Kuss, Kuss, Kuss. Aber auch der Support vor Ort, der wirklich, es war einfach so, yo, da ist dein Stand, und das hat man auch jetzt nicht sofort gesagt bekommen, es war alles mit viel Umständen verbunden. Du musst für alles extra zahlen, Parktickets, wenn du reinfährst, wenn du länger als, ich weiß nicht, was war es, 20 oder 22 Uhr arbeitest, musst du auch nochmal extra zahlen. Dann, es kam wirklich so viel dazu, wo man so sagen muss, das ist doch nicht cool, weil ich hatte wirklich, ihr müsst euch vorstellen, ich hatte den größten Felgenstand auf der Essen Motor Show. Also es gab keinen Mitbewerber, der einen größeren Stand hatte. Und ich finde, wenn man das als One-Man-Show das erste Mal leistet, dass man da auch ein bisschen Support entgegenbringen kann, auch im, also was mein Verantwortlicher auch betrifft, war halt leider enttäuschend. Und ja, selbst bei legalen Autos muss man Angst haben vor der Messe, dafür kann die Messe nichts, dass man stillgelegt wird, dass Dinge angezweifelt werden. Und das sind Risiken, die man sich als Aussteller nicht leisten kann. Das geht einfach nicht. Und alles in allem war ich da enttäuscht. Es ist mit Sicherheit auch Pech, weil ich habe viele Geschäftspartner, die sehr zufrieden sind dort, und die haben dann auch bestimmt die richtige Lösung gefunden, beziehungsweise haben die richtige helfende Hand an der Seite, die ich halt nicht hatte. Ich würde mich freuen, wenn es jetzt zum Beispiel nächstes Jahr besser wird, ne, wenn da irgendjemand an mich rantritt und sagt, hey, schade, dass du 2023 nicht am Start warst, irgendwie hat was gefehlt. So einfach so ein Miteinander, und das hat mir einfach gefehlt. Und ja, seht selbst, was wir letztes Jahr geleistet haben. Ich denke, wir haben da schon was Cooles auf die Beine gestellt, auch vom Messekonzept her, etwas, was es so noch nicht gab. Zumindest haben wir viel positives Feedback für diesen Messestand bekommen. Ja. Vielleicht nächstes Jahr, mal schauen. Aber ich, ihr müsst verstehen, ich bin ein Prinzipienmensch. Und wenn es kein Miteinander ist, dann bin ich da auch nicht am Start. Weil wir haben eine coole Brand, wir haben Energie, wir haben Visionen, wir haben Bock. Aber es muss auch Leute geben, die mit uns Seite an Seite den Weg beschreiten. Und das war halt einfach nicht gegeben. Aus dem Grund leider dieses Jahr nichts geworden. Schade, ich bin wirklich traurig auch darüber. Aber wie gesagt, meine Prinzipien sind größer als das Leid, dass ich jetzt nicht dort bin. Freunde, viel Spaß bei dem Video. Schreibt mal in die Kommentare rein, was ihr von der ganzen Thematik haltet, wie ihr den Messestand fandet. Und peace out. Ich wollte euch jetzt mal ein paar Einblicke in den Stand gewähren. Ich sitze jetzt hier gerade in der Lounge. Das ist eigentlich immer gut besucht gewesen. Ne? Heute ist der letzte Messetag. Und ich wollte halt den Leuten so einen Ort bieten, wo man sich mal ein bisschen entspannen kann, so diesen ganzen Messestress mal kurz pausieren lassen. Schöne Aussicht auf unsere Autos, ja, das war so die Intention. Wurde gut aufgenommen, generell die Resonanz zum Messestand war sehr, sehr gut. Hat mich sehr gefreut, dass ihr alle zahlreich erschienen seid. Genau, und jetzt zeigen wir euch nur noch ein bisschen was. Genau, das ist die Lounge, hier mit einer Living Wall, eine Green Wall. Mit dem Rotatec LED-Schriftzug. Soll halt so ein bisschen so einen lockeren Vibe haben. Ist natürlich viel Holz, und das wollte ich so ein bisschen aufbrechen mit diesem Element. Ja. Und natürlich mit der Aufforderung, sit hier, so dass es halt möglichst einladend für die Leute ist. Kannst du auch noch mal kurz zeigen aus der Perspektive. Ja, wir können jetzt mal am besten hier vorne anfangen.
Den Bentley kennt ihr ja schon alle. Ist natürlich jetzt auch der Klassiker gewesen für die EMS. Der muss natürlich hier stehen. Was sehr bedauerlich ist, viele Leute gehen sehr respektlos mit den Dingen um. War auch hier der Fall. Man sieht jetzt hier vielleicht auch von hier aus der Perspektive ganz gut die Fingerdatscher. Also wirklich heftig. Also, oder ich habe mal kurz was aus dem Auto geholt, da setze ich einer rein. Oder ich saß mal kurz drin, weil ich was eingestellt habe. Dann reißt jemand die Beifahrertür auf. Das sind halt so Dinge. Das ist halt sehr, sehr ärgerlich. Und das nimmt einen in dem Moment dann den Spaß an der Messe. Ja, ist halt gut. Aber wir wissen alle, worauf wir uns hier einlassen. Genau, das ist jetzt hier die Ecke. Wir fangen hier quasi die Leute ab, die jetzt von da kommen. Deswegen steht hier der Bentley. Der catcht die Leute dann hier in den Stand rein. Und ja, ich hatte generell so einen industriellen Gedanken hinter dem Messekonzept und wollte da halt auch die Brücke zu dem Modernen schlagen und es halt auch möglichst clean halten. Ne? Jetzt haben wir hier zum Beispiel die Backwall von der Lounge. Da haben wir dann mit Schablonen dann das Rotatec Logo quasi aufgemalt. Das ist auch nicht perfekt und das ist auch nicht schlimm, weil das ist ja auch dieser industrielle Gedanke dahinter. Auf der anderen Seite haben wir das Gleiche gemacht. Das Geile ist hier in der Halle, Halle 5, dass wir hier im Herzen der Tuning Experience auch sind. So, darum geht es. Ja? Das sind die ganzen privaten Leute, die richtig Bock auf ihre Karren haben, die Möglichkeit hatten, hier Auto auszustellen. Und da passen wir eigentlich perfekt rein. Ja? Hier nochmal die andere Seite. Hier habe ich natürlich ordentlich verkackt. Ja, das war dann ein bisschen zu viel des Guten. Ja, aber taugt trotzdem, glaube ich, ja. So, jetzt kommen wir von hier hinten rein. Wir können uns ja mal hier so vorarbeiten. Hier haben wir den wunderschönen M4 F82 von meinem Kunden Erik. Lieber, lieber Kerl. Da wurde auch eine Freundschaft raus. Richtig cooler Typ. Und mein Gedanke war, dass zu jedem Auto die passende Felge dann hier in einem Metallcage, so auch industriell, hängt. Hier auch in dem gleichen Farbton, in dem Porsche Neodym. Das Projekt habt ihr auch auf YouTube gesehen. Ah ja, genau, ich habe Podeste gebaut, habt ihr ja auch in den Vorbereitungen gesehen, aus Holz. Und dann halt die LEDs da eingearbeitet. Ihr habt gesehen, das war eine Menge Arbeit. Ja, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Das Auto wird von unten angestrahlt und so lenkt man auch den Fokus auf die Felgen. Darum geht's. Hier nochmal mit dem Hinweis, Shop hier, ne, für unsere Fashion-Abteilung. Ihr habt ja zahlreich unseren Hoodie und unsere T-Shirts gekauft und unsere Duftbäume. Und ja, da gehen wir auch gleich nochmal rein. So, und das ist eigentlich die geilste Ecke hier. Die Ecke, wo man alle drei Autos von vorne sieht. Quasi stufenartig aufgebaut. Hier haben wir vorne direkt den M3 G80 von Dan. Er hat auch noch mal einiges umgebaut vor der Messe. War auch noch gut stressig. Genau, kann man auch noch mal kurz filmen. Das ist eigentlich so mein Lieblings... Genau. So, und dann können wir direkt drüber schwenken. Auch hier wieder die passende Felge im K-Chang. Und hier auch von meinem Kunden und guten Freund Enrico, der BMW M6 Grand Coupé auf Luft. Ist natürlich auch wirklich ein Hingucker gewesen. Viele Leute haben nach dem Auto gefragt. Ja, das, wenn man hier mal so drauf guckt, das ist halt Madness pur. Mittlerweile ist der Stand auch gut zugemüllt. Der letzte Tag, da haben sich noch viele gedacht, yo, heute rasten wir nochmal richtig aus. Lass den Müll nochmal hier. Kein Problem, Jungs. Kriegen wir hin. Machen wir noch sauber. Und hier vom lieben Phil. Auch ein echter Hingucker direkt hier vorne an der Ecke. Direkt hier die Schneise. Hier ist Halle 6. Halle 6 kennt jeder. JP, Audi, alle sind am Start. Aulitzki besuchen wir auch noch kurz. Ja, viele Firmen. Hier ist halt direkt die Galerie. Da geht es direkt zu einer anderen Halle. Das heißt, hier ist immer viel Verkehr gewesen. Ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden gewesen mit der Positionierung des Standes. Ja. Jetzt kommen wir mal zu Filz M3. Ja, ist natürlich eine catchy Farbe.
Frozen Portimao Blue. Und wie ihr bestimmt auf seinem Instagram gesehen habt, haben uns hier für RTNO 2 entschieden in Brush Grey. Ist natürlich perfekt mit der Kombination mit den Carbon-Teilen und dem Blau. Da passt Grau. Das passt perfekt. Auch hier wieder passen die Felge im Cage, wie schon gesagt. Das Einzige, wo die Felge nicht zum Auto passt, ist bei meinem natürlich. Weil, spontan, er hätte hier gar nicht gestanden, er hätte auf einem anderen Stand gestanden. Aber aus zeitlichen Gründen wurde das nichts, deswegen musste ich da nochmal umplanen. Deswegen hängt da jetzt nicht die passende Felge mit drin. Tatsächlich muss man sagen, dass mein M4 sehr, sehr viel Aufmerksamkeit erweckt hat. Deutlich mehr als der Bentley. Weil man diesen Umbaustatus bei einem M4 G82 so bisher noch nicht gesehen hatte. Meine Vision war es ja, eine Mischung zwischen CSL und GT3 zu schaffen. Ne? Musste ich auch viele Fragen zu beantworten, was ich denn an dem Auto alles umgebaut habe oder wo man die Teile herbekommt. Ich kann es jetzt hier auch noch mal im Video schnell machen. Wir haben vorne die Vorsteiner Frontlippe, Vorsteiner Frontgrill, die Alpha N Carbonhaube. Dann natürlich meine RT02 in Hochglanz verdichtet mit Lack. M-Performance Seitenschweller. M-Performance Heckfinne. Und dann von Twist & Fix die Heckklappe. Auch aus Vollcarbon. Die originalen CSL Heckleuchten. Die waren natürlich auch ein Hingucker. Und dann habe ich es natürlich auch ab und zu mal krachen lassen und habe die Auditzky Exhaust mit Downpipes mal ein bisschen aufrollen lassen. Hat auch auf jeden Fall sehr viel Aufmerksamkeit gezogen. Ja. Jo Leute, ich bin's hier, euer TikToker. Okay, super. Gastauftritt haben wir auch schon. Ziehen wir mal weiter. Nee, wir zeigen nochmal hier. Auch mittlerweile ein bisschen unordentlich. Hier hat der Verkauf unserer Klamotten stattgefunden. Der Hoodie wird gerade von Dan getragen. Genau. Meine liebe Freundin Alina hinter der Theke, die hat den Verkauf der Klamotten übernommen. Auch viele meiner Freunde haben mitgeholfen beim Stand. Zum Beispiel der liebe Nils. Ein richtiger Ehrenmann. Natürlich viele, viele mehr. Ja, hier der Enrico zum Beispiel, der auch hier auf dem Stand steht. Wirklich vielen, vielen Dank, Jungs. Auch nochmal an der Stelle. Da ist übrigens der Erik, dem der kreidefarbene M4 gehört. Aber mit dem haben wir ja schon ein Video gedreht. Ne? Ja, stimmt. Ja, haben wir schon. Ja, gut. Ich würde sagen, dann gehen wir mal weiter. Du kannst mir gerade mal folgen. So, jetzt gehen wir. Ja, Tuning Experience hat mir eigentlich schon genug auf anderen Channels, glaube ich, gesehen. Jetzt gehen wir nochmal zu unserem Partner Auditzky auf jeden Fall. Wie gesagt, man geht jetzt hier direkt in Halle 6. Genau, und hier, wir sind jetzt hier direkt von meinem Stand in Halle 6 rübergelaufen. Und hier direkt ist dann auch JP, was natürlich auch für den Verkehrsfluss der Leute förderlich war, an meinem Stand vorbei. Genau, auch richtig geil gemacht, riesig, also gigantisch. Wir haben ja schon einen sehr großen Stand gehabt mit knapp 270 Quadratmetern, aber das ist nochmal next level. Wir haben direkt von JP den R8 auf Turbo umgebaut. Gibt es auch ein YouTube-Video zu auf seinem Channel. So, die GEMA grüßt, da müssen wir aufpassen. Was ich auch richtig feiere, ist der E36. Ist ja eigentlich ein Resterampenprojekt gewesen. Aber er hat auch schon selbst zugegeben, dass es das Ziel ein bisschen überschritten hat, mehr als eine Resterampe ist. Deswegen sind sie gerade auf der Suche nach einem neuen Namen. Und der Porsche. Hammergeil. Wirklich hammer, hammergeiles Teil. Die Farbe haben viele auch erstmal gehatet, aber wenn man das mal live sieht, geisteskrank. Wirklich. Es ist so ein Hingucker. Heftig. Ja, dann gehen wir mal direkt weiter zu Auditzky. So, von JP geht es dann mehr oder weniger direkt zu Auditzky, zu unserem Partner, der uns die richtig geile Abgasanlage und Downpipe montiert hat.
auch ein sehr, sehr cooler Stand, die in Zusammenarbeit hier mit Foxt so eine geile Ebene geschaffen haben. Also hier hat niemand dazwischen gebaut, das ist alles offen gewesen. Ja, und auch ein sehr cleaner Stand. Hier haben wir zum Beispiel direkt den M3 G80 von Olitski. Der hat jetzt die Export-Variante Auspuff drauf. Sehr, sehr laut. Sehr, sehr geil. Der hat auch schon gut Leistung. Also der hat, glaube ich, um die, lass mich nicht lügen, 750, 800 PS. Ich glaube 800 PS. Sehr fortgeschritten. Und ja, hier eine Venturi-Ansaugung wäre vielleicht auch eine Überlegung für mich. Da muss ich mal schauen. Auf jeden Fall so eine Abdeckung, hätte ich auch richtig Bock. Ich habe hier zurzeit die Piperkos Luftfilter drin. Aber mal schauen. Also ich will ja vielleicht auch nochmal da eine Hand anlegen. Schauen wir mal. Ja, und hier, also viele haben ja vermutet, dass ich einen originalen M4 CSL habe auf dem Stand, aber das ist ja ein M4 Competition, den wir umgebaut haben. Das ist jetzt im Vergleich hier ein originaler M4 CSL. Man sieht hier auch eigentlich relativ schnell die Unterschiede. Zum Beispiel vorne einen ganz anderen Frontsplitter, der auch an der Seite etwas raussteht. Die Niere hier in schwarz, also die gibt es nicht in Carbon beim originalen CSL. Und die Carbonhaube, die hat zwar eine ähnliche Optik, was die Carbon-Sache angeht, das habe ich ja auch extra so lackiert, aber die hat keinen richtigen Luftauslass. Also das ist alles nur angedeutet, aber halt nicht wirklich. Sorry, im Innenraum gibt es auch deutliche Unterschiede. Und zwar, was auch sehr sexy ist, aber auch sehr teuer, ist die Mittelkonsole. Die ist nämlich voll aus Carbon und ohne Lüftung für hinten. Und natürlich die Sitze. Aber die Sitze, da gibt es auch die normalen Schalensitze im M4 CSL. Das war ausstattungsbedingt. Genau, mit dem Alcantara-Lenkrad. Da bin ich auf jeden Fall auch noch dran, das zu ändern. Ja. Von hinten für den Laien gibt es wenig Unterschiede. Wir haben jetzt auch hier die Laser-Heckleuchten und halt den originalen Heckdeckel. Ich habe ja den von Twist & Fix und der von Twist & Fix ist ein bisschen höher aufgebaut. So 2-3 cm ist der höher. Also hier. Ja. Aber die Farbe ist natürlich sehr, sehr geil. Dann geht es hier direkt weiter. Der M5 CS von Klaus. Auch ein richtig geiles Gerät. Ja. Das war's zum Stand. Der Klaus ist gerade im Gespräch. Wir schauen gerade nochmal, ob er vielleicht noch da ist. Nee, er ist noch im Gespräch. Wir laufen nochmal eine Runde und schauen, ob er dann vielleicht in 10 Minuten wieder verfügbar ist. So, und jetzt geht's weiter. Auch ein cooler Stand. Vom lieben Silvio von Z-Performance. Das ist halt ein ganz anderer Style, als wir ihn fahren. Aber es ist auch sehr cool. Jetzt können wir hier mal kurz schauen. Ah, jetzt ist er gerade im Gespräch. Wir können noch mal kurz warten. Wir können ja mal kurz hier rumschauen. Genau, also hier hat der Silvio mit Felgenwänden gearbeitet, ne, dass man die Felgen hier nach und nach so anschauen kann. Auch in unterschiedlichen Finishes. Ja, und hier ist sein Lamborghini. Den verlost er auch gerade. Da könnt ihr mal bei seinem Kanal vorbeischauen. Da ist auch ein wohltätiger Zweck dahinter. Sehr, sehr cool, dass er dafür sein Lambo halt verlost. Ne? Also hier sieht man auch ein Plakat. Man muss quasi ein T-Shirt kaufen und ein Sticker-Package und dann hat man die Möglichkeit, den zu gewinnen. Und die Gewinnerlöse, so wie ich es verstanden habe, werden gespendet an wohltätige Zwecke. Und das finde ich halt schon ein Ehrenmove. Genau. Hier ist noch sein M3 G80 mit seinem Wheel-Fitment. So, es ist ein bisschen laut gerade. So, der liebe Silvio hat jetzt Zeit. Er hat eben noch ein Kundengespräch gehabt. Ja, und ich wollte mir auch noch deinen Stand nochmal angucken fürs Video, weil er sticht ja auch raus, ne, mit dem Stil. Ich habe schon gesagt, es ist zwar ein anderer Style, aber auch ein Style, den ich total feier. So clean, ein bisschen mehr Glamour.
So ja. Den Style, den du halt feierst. Ne? Das ist halt so meine Schiene. Ja. Jeder hat so seine Schiene und das ist gut, weil das, so kannst du dich halt quasi von der Konkurrenz abheben, indem du halt anders bist oder dein eigenes Stil hast. Genau. Und unsere Styles sind zwar 180 Grad verschieden, aber polarisiert jeweils. Ja. Absolut, das ist was anderes. Du machst deine Sache, ich sag's immer so, ich mach meine Sache, die anderen machen ihre und es ist genug Platz für alle da. So ist es. Und deswegen, wir verstehen uns. Und oder? Das ist die Sache, ja. Dass wir uns einfach, wir verstehen uns, wir wissen, okay, wir sind in der gleichen Branche unterwegs, jeder macht so sein Ding, aber man kann ganz normal miteinander umgehen. Und das ist das, was man sich eigentlich wünscht in der Szene, ne? Genau. Weil man bekriegt sich. Aber hey, warum hält man nicht einfach zusammen? Ganz genau. So, es ist unser Lifestyle, unsere Leidenschaft, die wir hier verkörpern. Richtig. Und das ist okay. Und wenn du dich bekriegst oder dich gut oder dich verstehst, jeder verkauft das, was er verkauft. Es spielt keine Rolle, ob du dich jetzt einen Krieg anzettelst mit jemandem. Nur wenn man halt kopiert, ist es halt nicht schön. Das stimmt. Da könnte ich zum Beispiel nicht mit jemandem befreundet sein, aber du ziehst dein Ding durch, du hast deine eigene Sache, es ist komplett anders und darum, du hast meinen Respekt und ich wünsche dir viel Erfolg mit deinen Rädern, mit deiner Marke für die Zukunft, mein Lieber. Vielen, vielen Dank, das wünsche ich dir auch und Dankeschön. Das hast du ja auch schon. Ja. Hast du erreicht, du warst vor vielen Jahren schon am Start und hast den richtigen Weg für dich gefunden und der Erfolg zeichnet es ja aus. Also, das gibt dir ja dann recht mit deinem Weg. Danke vielmals. Und das feiere ich. Auch, dass du so umgänglich bist, deswegen. Finde ich auch. Du bist ein netter Typ. Hat mich sehr gefreut. Mich auf auch. Jeden Fall, dass wir diese Messe gemeinsam gemacht haben. Wir haben uns ja des Öfteren oben in der Lounge gesehen. Im Businessbereich gesehen. Und zusammen Mittag gegessen. Genau. Und das finde ich mega. Finde ich Vielleicht auch. Vielleicht sehen wir uns ja bei irgendeinem Event nächstes Jahr bei Estes oder so. Safe. Ja. Das sind ja bestimmt Veranstaltungen, die wir teilen. Mega, oder? Mega, mega. Ja, und so finde ich, ist es wünschenswert in der Szene, dass man einfach zusammenhält, wie schon gesagt. Und sowieso. Ja. Und lass den Dan grüßen von mir, wenn du ihn siehst. Das richtig aus. Alles klar. So, jetzt haben wir unsere Tour beendet. Jetzt sind wir wieder zurück an unserem Stand. Ich würde sagen, wir konnten einen ganz guten Einblick liefern zur EMS dieses Jahr. Wie gesagt, ich will jetzt auch nicht alles doppelt und dreifach filmen, was schon andere getan haben. Jetzt einfach so der Stuff, wo ich so sage, ja, das war jetzt wichtig, das habe ich gezeigt, unseren Stand. Dann nochmal kurz bei Olitzki und beim Silvio vorbeigeschaut. Ja, ich weiß nicht, wollt ihr noch irgendwas zur ersten Motorshow 2022 sagen? Ja, auf jeden Fall ein großes Danke an dich. Oh, okay, das war aber wirklich nicht geplant. Nee, das war nicht geplant. dass du hier mein Auto so schön platzierst hast, mega geiler Auftritt, finde ich, fürs erste Mal. Absolut reingehauen. Dein Auto steht super da und ich glaube, war eine richtig geile Zeit. Ich konnte ja nur an Wochenenden hier sein, aber war mega. Nächstes Jahr sehr, sehr gerne wieder. Würde ich mich freuen, wenn wir da wieder zusammen angreifen. Vielen, vielen danke, Dank, danke, Phil. Ne? Übrigens, ihm gehört der blaue, der mattblaue M3. Haben wir ja schon drüber gesprochen. Richtig geiles Teil. Vielen Dank, Phil. Ich danke. Den da unten musst du noch aufnehmen. Den da unten musst du noch aufnehmen. Aus Prinzip. Jungs, ich hab keinen Bock mehr! Ja, über Enricos Auto haben wir ja auch schon gesprochen, der M6 Grand Coupé da vorne. Ich habe ihn jetzt mal überredet, mal mit kurz ins Video zu schauen. Guten Tag. Erzähl mal, was hast du an dem Auto gemacht überhaupt? Ich habe jetzt nur gesagt, yo, auf Luft, der kam gut an. Also im Endeffekt, das Auto war ja von meinem Vater gewesen. Also das ist der Hintergrund dahinter. Das quasi ist mein Erbstück dazu und ich dachte mir nicht mal, einfach so ein bisschen meinen Touch mit rein, hab's dann umgebaut, hab die Felgen vom Marc mit drauf gemacht, hab jetzt noch auf Luft komplett umgebaut, das Ding, ein bisschen Leistung gemacht und mehr will ich auch nicht dran machen. Das Auto ist so gut, wie es ist, auch schön schlicht gehalten, keine Verspoilerung großartig oder sonst was, weil das würde die Kontur so zerstören. Und ja. Das sehe ich genauso. Also es ist quasi für ihn eine Herzensangelegenheit, dieses Auto so umzubauen, wie er sich das vorstellt. Und ich denke, das ist dir absolut gelungen. Und es kam mir auch mega gut an. Und wir haben es Stil echt präsentiert. Fand ich auf jeden Fall cool. Da habt ihr ja die Community auch darüber entschieden. Da hattet ihr ja schon die Stimme bei Enricos M6 Grand Coupé. Genau. Ja, mit den Worten verabschieden wir uns jetzt. Und wir freuen uns aufs nächste Jahr. Peace Bis out. Bis dahin.